Hey Leute, heute gibt es in den Fußball-News unter anderem folgende Themen. Ein wildes Transfergerücht geistert beim FC Bayern herum. Der Poldi-Wechsel steht jetzt an und Messis ehemaliger Jugendtrainer wurde gefeuert. Wegen Messi. So eine Szene ist schon kurios. Ihr kennt das bestimmt auch. Man spielt im kleinen Verein, es ist ein wichtiges Spiel und der Schiri pfeift für euch Elfmeter. Da stellt sich dann die Frage, wer schießt ihn? In Österreich ist diese Frage eskaliert. Der SC Mansdorf traf in einem Testspiel auf den Bundesligisten SKN St. Pölten. 7 Minuten vor dem Spielende lag der Amateurverein mit 1:2 zurück, bekam aber einen Elfer. 2 Spieler wollen unbedingt schießen. Und was passiert? Na, sie prügeln sich. Der Schiri bricht natürlich das Spiel ab und einer der beiden Spieler musste dann sogar noch ins Krankenhaus. Nennen wir sie mal Spieler 1 und Spieler 2. Nummer 1 musste ins Krankenhaus und sagte über seinen Teamkollegen, er glaubt, er sei Maradona. Und Nummer 2 sagte dann noch, ich bin einer der Kapitäne, solange der Trainer nichts anderes sagt, schieße ich die Elfer. Tja, blamiert haben sich die beiden und sie sind von ihrem Verein suspendiert worden. Jetzt ist es also perfekt. Der FC Bayern investiert weiter in die Zukunft und hat dafür 2 neue Spieler verpflichtet. Beide kommen von 1899 Hoffenheim und zwar Niklas Süle und Sebastian Rudi. Die Verpflichtung von Süle ist doch mega. Punkt 1, er gilt als größtes deutsches Abwehrtalent. Zweitens, er muss jetzt einfach mal den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Und drittens habe ich auch noch, wenn er nicht zum FC Bayern gegangen wäre, hätte Süle wahrscheinlich einen Vertrag in der Premier League unterschrieben. Unter anderem der FC Liverpool war ja an ihm dran, von daher, ich finde es nicht schlecht. Man muss einfach sagen, es ist wichtig, so viele gute Spieler wie möglich in der Bundesliga zu halten, insbesondere wenn sie dann auch noch Deutsche sind. Süle hat auf jeden Fall einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Beim Deal von Sebastian Rudi bin ich dann ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Klar, er ist ein guter Spieler und Nationalspieler sogar. Aber ist er auf dem Niveau des FC Bayern München? Nö, oder? Für mich ist das so eine Verpflichtung wie früher ein Haschemian oder ein Schlaudraff, falls euch die noch was sagen. Aber vielleicht straft er mich auch Lügen und beißt sich in München durch. Ich wünsche beiden auf jeden Fall viel Glück. Über dieses heiße Gerücht will ich mit euch mal kurz sprechen. Marco Verratti könnte zum FC Bayern kommen. Er gilt als Lieblingsschüler von Carlo Ancelotti, quasi wie Thiago bei Guardiola damals. 2012 lockte Ancelotti den kleinen Italiener zu Paris Saint-Germain. Später versuchte er ihn dann zu Real Madrid zu bringen, was aber nicht klappte, muss man auch dazu sagen. Und jetzt wäre eben die Chance da, Verratti nach München zu holen. Der Plan sieht wie folgt aus. Alonsos Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Er ist schon 35 Jahre alt, was bedeutet, es muss früher oder später Nachfolger her. Naja, sagen wir so, besser früher als später. Die Position würde dann Verratti einnehmen. Zum Vergleich, der Junge ist gerade mal 24 Jahre alt. Sein Marktwert liegt dabei bei 40 Millionen Euro. Gut, sein Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft auch noch bis 2021, deshalb könnte es sehr teuer werden. Würdet ihr diesen Transfer so feiern wie ich, wäre doch mal eine ziemlich geile Geschichte. Und apropos Umbruch, der große Umbruch steht wohl 2018 an. Arjen Robben hat nämlich seinen Vertrag beim FC Bayern um 1 Jahr verlängert. Schauen wir also mal nach England. Manchester City hat sich so richtig blamiert und zwar mit einem 0:4 beim FC Everton. Ja, die höchste Niederlage für Trainer Pep Guardiola bis jetzt in der Premier League. Kritik in den Medien ist Pep ja gewohnt, vor allem in England. In letzter Zeit gab es da einiges, zum Beispiel, dass er keine Zweikämpfe trainieren lässt. Um das jetzt mal zu verdeutlichen, in England, wo deutlich härter gespielt wird als in Spanien oder auch in Deutschland, lässt er keine Zweikämpfe trainieren. Es heißt ja nicht umsonst die englische Härte. Naja, altes Thema. Wir kennen Pep, während des Spiels springt er ja normalerweise auf und ab, von links nach rechts, von oben nach unten und so weiter und so fort. Er versucht einfach die ganze Zeit das Team anzufeuern, taktische Feinheiten auszubessern und. Tja, nur dieses Mal, was genau das Gegenteil? Er sitzt auf der Bank, regungslos, ein leerer Blick und da frage ich mich persönlich, ist er mit seinem Latein am Ende? Weiß er nicht mehr, wie es weitergeht? Funktioniert sein System in England eventuell nicht? Am Geld kann es ja nicht liegen. Er hat jeden einzelnen Star bekommen, den er auch haben wollte. Aber trotzdem liegt City jetzt 10 Punkte hinter Tabellenführer Chelsea. Julian Draxler dreht richtig auf. Im Bundesliga-Rückblick hatte ich ja noch gefragt, wer will diesen Jungen überhaupt haben, obwohl er überhaupt gar keine Leistung bringt? Die Antwort ganz simpel, Paris Saint-Germain. Und da gibt er wieder 100%. 2 Spiele, 2 Tore. Eine ziemlich geile Quote, oder? Da zeigt es doch, beim VfL Wolfsburg, also seinem Ex-Verein, läuft was gehörig falsch.
Klar, Draxler wollte weg, aber er hat ja nie sein Potenzial abgerufen, sogar am Tag 1 nicht. Und bei Schalke, schon davor, war er deutlich besser. Also, was da in Wolfsburg los ist, keine Ahnung, aber da stecke ich auch nicht tief genug drin. Mich freut es persönlich, dass der Junge wieder Spaß am Fußball hat, von daher weiter so. Egal ob China oder Japan, Hauptsache Asien. Naja, so wird es wahrscheinlich Lukas Podolski sagen. Alle waren sich doch sicher, Poldi wird nach China wechseln und dann nochmal ziemlich gutes Geld verdienen. Tja, denkst du, die Bild-Zeitung behauptet, dass es ihn dann doch eher nach Japan zieht. Klar ist, auch da würde Poldi deutlich mehr verdienen als im Moment bei Galatasaray Istanbul. Aber da hätte ich ehrlich gesagt meine Frage an ihn. Vielleicht schaut er sich ja gerade an, kann es selbst beantworten. Warum tut man sich sowas an? Ich weiß, es ist provokativ, aber beim Rücktritt aus der Nationalelf hat er doch noch gesagt, ich will mehr Zeit für meine Familie haben. Aber jetzt mal angenommen, er wechselt wirklich nach Japan, dann wäre er doch deutlich weiter von seiner Familie entfernt als jetzt, oder? Eine zweite Alternative wäre natürlich, dass seine Frau und die Kinder mitkommen. Aber da stellt sich dann die nächste Frage. Will man in Japan leben? In China zum Beispiel wohnen die Fußballstars in Hotels. Klar, in sehr guten Hotels, aber es ist halt kein Eigenheim. In Japan wäre das dann wohl auch so. Stelle ich mir ehrlich gesagt nicht so geil vor. Aber naja, ist ja nicht meine Entscheidung. Er weiß, was für ihn und seine Familie am besten ist. Leider würde Poldi so aber völlig von der Bildfläche verschwinden. Zumindest für uns. Mensch, was war da denn los? Die Siegesserie ist vorbei, Real Madrid kann also doch noch verlieren. In der letzten Ausgabe habe ich noch über den großen Rekord gesprochen, 40 Spiele ohne Niederlage. Oben findet ihr im i das Video. Jetzt setzt es in der Liga ein 1:2 in Sevilla, da wo es vor einigen Tagen noch diesen Ramos-Skandal gab. Jetzt gab es wieder eine kuriose Szene, im Mittelpunkt Cristiano Ronaldo. Elber für Real, Vitolo von Sevilla regt sich tierisch auf und macht mit seinen Stollen schön, mit dem linken oder mit dem rechten Fuß, ich weiß es gar nicht, den Elfmeterpunkt ein bisschen kaputt. Die Reaktion von Ronaldo, er wirft den Ball einfach mal in die Richtung und trifft seinen Gegner am Rücken. Jetzt nichts Schlimmes, aber auf jeden Fall kurios. Überhaupt war das Spiel sehr krass, Real führte mit 1:0, in der 85. Minute fällt dann das 1:1 Eigentor ausgerechnet von Sergio Ramos, der vor einigen Tagen noch die Fans von Sevilla provozierte und der Siegtreffer fällt in der Nachspielzeit. Auf jeden Fall geiles Spiel. Übrigens, damit ist 1899 Hoffenheim das einzige Top-Team in Europa, also in einer Top-Liga, das in der laufenden Saison noch ungeschlagen ist. Real Madrid hat ja das Ziel, sich möglichst früh die besten Talente unter den Nagel zu reißen. Der letzte große Name war Martin Ødegaard. Wo das geendet hat, wissen wir alle, jetzt ist er nach Holland verliehen worden. Der nächste Name schwebt jetzt schon in den Medien und zwar Alexander Isak. Ein Stürmertalent, das als Nachfolger von Zlatan Ibrahimovic gilt. 17 Jahre ist er alt und hat jetzt einen 104 Jahre alten Rekord gebrochen. Er ist nämlich der jüngste Torschütze der schwedischen Nationalmannschaft. Laut spanischen Medien sind sich Real Madrid und Isak bereits einig, er soll im Sommer einen 5-Jahres-Vertrag unterschreiben. Naja, blöd für die deutschen Vereine, denn auch Borussia Dortmund war angeblich an dem Jungen interessiert. Messi ist in Barcelona der absolute König. Sollte man im Verein etwas gegen ihn sagen, ist das Majestätsbeleidigung. Und tja, du verlierst deinen Job. Passiert ist es dem früheren Jugendtrainer von Messi, Pierre Gratacos. Er hat ein bisschen mit Journalisten gequatscht und gesagt, Zitat, Messi ist natürlich der beste Spieler, aber ohne Neymar, Iniesta, Piqué und den anderen wäre er nicht so gut. Naja, also findet ihr das schlimm? Ich persönlich nicht. Messi übrigens auch nicht. Laut der Zeitung Mundo Deportivo versteht er nicht, wieso sein ehemaliger Trainer gefeuert wurde. Insbesondere, weil diese Aussage für ihn, also für Messi persönlich, überhaupt keine Kritik war. So viel also heute in dieser wirklich XXL-Ausgabe. Frage an euch, hat es euch gefallen? Wollt ihr lieber längere News-Ausgaben oder kürzere News-Ausgaben? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich bin für heute fertig. Ich schneide es jetzt noch. Dann seht ihr jetzt dieses Video. Tatsache. Magie. Naja, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, gut Kick und ciao.